herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich habe keinen Bock mehr aufs Dreschen, deshalb fährt der Diesel mich jetzt weg. Hi. Servus. Wie viel ist hier jetzt drin? 40.000 oder was? 40.000, ja. Okay, gut. Der Drescher war nochmal voll. Also ja, 50.000 kriegst du auf jeden Fall runter vom ganzen Feld. Ich bin sowieso jetzt gerade im Überlegen, hier die Fuhre schon direkt in den Schweinestall reinzuschmeißen. Ja, ich bräuchte halt auch ein bisschen Weizen wahrscheinlich. Ach stimmt, nach dem Tierchen wollte ich auch mal gucken. Ist ja gut, dass es so ein Farm-Tablet gibt. Ja, das ist ja alles. Ich habe das ja auf den Tracker-Monitor hier schon direkt mit drauf draufgesetzt mit den Tieren. Aber wenn ich mal unterwegs bin, kann ich direkt nachgucken. Ich bin mal am Überlegen, ob er Steakpreis fällt. Uah, aua. Steakpreis fällt, 655. Da hätte ich gerade 26.000 Liter. Lohnt halt, finde ich noch nicht. Gut, das ist, achso, du willst sie ja abladen. Ja, ich nehme aber nur den Trecker mit, ne? Alles klar, ja, kein Problem. Der steht dann bei Feld, der steht dann bei Wald 13. Weil da steht der LKW, den LKW brauche ich im Wald. Ja. Okay. Jo. Weil eigentlich sollte morgen früh der Krüger vorbeikommen und mir im Wald helfen, die Stämme zu verladen. Ja. Und wenn du dann Zeit hast, dann könntest du auch zum Wald kommen. Achso, nee, du wolltest dein Feld wahrscheinlich ansehen, oder? Weil jetzt wollte ich erstmal ein bisschen Zwiebeln verkaufen, dann gucken, wie weit die restliche Ernte bei mir ist und dann zu Ende dreschen. Oh, das sehe ich gerade. Ja, die 109 ist auch noch nicht komplett geerntet. Ach Mist, ey, das geht mir so auf den Geist. Diese Woche, letzte Woche, alles völlig am Arsch, ey. Keine Struktur mehr. Nee. Scheiße. Die 127, das Pachtfeld sieht auch blöd aus. Alles drunter und drüber, ey. Ja, so was von Kappes. Okay, dann erstmal. Bis denn. Dann. Ja, ciao. Ciao. Meine Herren. Nee, ist einfach. Oh oh, hoffentlich geht es gut. Ja, geht gut, okay. Ist einfach kein System mehr hier drin. Das ist absolut Katastrophe. Eigentlich war mein Plan, alle Feldarbeiten auf den Diesel abzuwälzen. Und ich kümmere mich nur noch um die Produktion. So war eigentlich der Plan. Aber, wie man sieht, funktioniert es nicht. Weil, keine Ahnung warum. So, ich rufe jetzt mal den Krüger an. Klingelingeling. Ja, bitte. Jo, Volker Varune hier. Schönen guten Morgen. Danke, Varuna. Guten Morgen. Und, wie schaut's aus? Ah, sieht gut aus. Also ich könnte in, ja, so 5 bis 10 Minuten bei Ihnen sein, am Wald. Mit Poltergabel? Achso, ja, die müssen noch bei Ihnen holen am Hof. Okay. Jo, gut, dann machen Sie das. Ja. Ich werde dann gleich auch am Wald sein, wenn Sie ankommen, müsste ich da sein. Okay, gut, dann gut. Weiß ich Bescheid. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ja.
So. Ah, ich muss noch den Polizisten anrufen. Klingelingeling. Jäger? Ja, Volker. Maruna. Guten Morgen. Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Das freut mich. Ich muss Sie leider ausladen von der vom Hoffest. Aber jetzt geht jetzt nicht um Sie persönlich, sondern darum. Ach nee, oder? Darum, dass ich das ganze Fest ne auf nächste Woche verschieben muss. Ich habe zu viel zu tun. Kein Problem. Ja, nur dass Sie Bescheid wissen, nicht, dass Sie auf dem Hof stehen und keiner da ist. Sonst alles gut bei Ihnen? Ja, ich habe nur leider eine Verfolgungsjagd. Ach so, ja, dann lassen Sie nicht aufhalten, ne? Ja, tue ich nicht. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao. Na, wenn sonst nichts ist. So, dann stellen wir den Träger vorne hin. Da ist nämlich das LKW schon. Und da wollte ich doch mal noch gucken, ob wir den nicht umlackieren können. So, ich stelle den mal hier noch ein bisschen in die dritte Reihe. So, dann muss ich gerade mal gucken. Tablet. Okay. 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 Gut, passt. Müssen wir nämlich mal gucken, dass wir den umlackieren hier noch. Ist ja eigentlich ein Firmenfahrzeug für die Fahrschule. So, dann fahre ich den hier mal in den Wald und werde ich im Wald schon wieder anfangen, ein paar Bäume zu fällen. Dass der Krüger dann auch was zu tun hat beim Verladen. Dann kommt es hoffentlich hier alles mal wieder ein bisschen in Gang. Weil sonst weiß ich wirklich nicht, was ich mache. Ob ich nicht wirklich alle Produktionen einfach an den Nagel hänge. Mich nur noch auf die Forstwirtschaft, auf die Landwirtschaft konzentrieren soll. So. Mal gerade das Kleinholz hier ein bisschen sortieren. Dass es nachher nicht im Weg liegt.
Da ist noch einer. So, das ist alles groß, das ist perfekt. Haben wir das nämlich schon mal getrennt. Die kleinen kann ich dann irgendwann einfach mit dem Anhänger in den Hacker reinhauen. Die bringen mir im Sägewerk sowieso nichts. Gut, dann fahren wir mal da wieder los. Ich glaube 12 Meter hatte ich eingestellt. Mal gucken, wie das nochmal ging hier. Ganz vergessen. So rum. Na. So. So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich weiß, diese Woche waren die Folgen wieder ein bisschen kürzer. Lag daran, dass wir zu Beginn der Aufnahme technische Probleme mit dem Server hatten. Der wollte mal wieder nicht so, wie er sollte. Aber ja, ist halt manchmal einfach so. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Abo oder so freuen. Wir geben uns trotz allem hier ordentlich Mühe. Was ist denn mit dir jetzt los? So. Und ja, wie gesagt, schaut gerne nächste Woche wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.